Tops, hast du irgendwo noch andere Duellanten getroffen? Also seitdem wir Also ich uns habe zweit keine unterwegs gesehen. sind, habe ich gar nichts gesehen. Nirgendwo. Ja, ich sehe auch keinen. Eigentlich sollte das Turnier irgendwie hier größer vonstatten Es sein. ist Aber ein das Ding ist, es Riesenturnier, gibt wir finden ständig Arenen, aber keine Ahnung, keine kein Leute. Mensch ist hier. Sind hier eigentlich irgendwelche anderen Leute? Ich sehe wieder hier nur eine Duell-Arena. Ja, Mann, ey, ich möchte auch irgendwo mal schlafen gehen oder ist echt irgendwie so, mal ein gibt es bisschen hier vielleicht Ruhe so haben. Unterschlüpfe oder halt so kleine, keine Ahnung, irgendwas, wo wir schlafen können? Ich meine, die Sonne wird auch irgendwann untergehen. Warte mal. Ah, okay, ich schlafe auf dem Bett. Nee, Tops. Ja, doch. Tops. Also, Tops. hier haben wir ein klein bisschen. Also, nee, Tops. Ronja, weißt du Tops. was? Ich bin als erstes, ich hab's gefunden und ich darf als erstes hier sein. Weißt du, Ronja, das ist jetzt Nee, einfach so. Das ist jetzt nee. mein Ich Bett. schlafe auf dem Du Bett, du schläfst auf dem schläfst Boden. auf. Nee, du Nee. schläfst auf dem Boden, klar. Du Quatsch. bist, weißt du, du bist dieses typische Mädchen. Nee, ich darf nicht Ich mag nicht auf hier auf dem Boden schlafen, das ist sau ungemütlich. Ich hasse Isomatten, ich schlaf da gar nicht gerne drauf. dem Boden, Und schlaf wie du Prinzessin! Ja, bist. weißt du was? Nee, Ich weißt mach du dich was? wieder, ich mach dich wieder fertig, Okay, Emilio, weißt du was, weißt du? Tops? Also, Lass es uns komm. drum, ja. Lass uns Ja, lass uns duellieren. drum duellieren, ja? Ja. Weißt du, du wirst wieder verlieren, dann wirst du wieder weinen, dann wirst du wieder die falsche Karte aktivieren und dann werde ich dich auslachen. Und Nee, dann guckst du doof. ich hatte letztens ein paar technische Probleme, aber diesmal. Ja, komm, technische Duelle. Ja, komm, Ja, lass okay. uns los. Lass uns loslegen. Drei, Zwei, zwei, eins, eins, aus! los! So, Tops, mach dich auf was gefasst, ja? Mach dich bereit. Pudding, 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 Platsch. Ist ja furchtbar. Hör auf, das gleiche auszuwählen wie ich. Okay, spielst du als Erster? Ja, ich spiele jetzt erst so. Ich spiele Ah, das okay. Deck vom Pegasus. Ich spiele das Deck vom Kaiba. Als erstes aktiviere ich die Zauberkarte Tun-Inhaltsverzeichnis. Damit kann ich mir eine Tun-Karte in die Hand holen. Und welche wird das wohl sein? Tun-Welt. Ah, nee, nicht Tunwelt. Ich werde diese Karte aktivieren und muss dafür leider 1000 Life Points bezahlen. Ich beschwöre als allererstes ein Monster in Verteidigungsposition und dann, speziell beschwöre ich ein Monster in Angriffsposition. Tun Jungfrau. Okay. Bam. Aber es ist ja eigentlich unpraktisch, wenn du extra Tunwelt brauchst für eine Karte wie Tun Jungfrau, die nur 1400 Angriffspunkte hat. Also, du Auf musst jeden Fall. 500 Lebenspunkte bezahlen, um mit dem angreifen zu dürfen. Ich könnte auch mal selbst nur ein Deck erstellen, dann könnte ich dich fertig machen. Aber dann würdest du wieder rumheulen. So, Du legst noch eine verdeckte b-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 
überraschenderweise ein Monster von meiner Hand spezial beschwören mit 5 oder mehr Sternen. Und ich wähle blauäugiger weißer Drache. Wieso? Ronja, du hättest aber auch einfach das von Anfang an plötzlich hören können. Ja, nur, aber nur so gesagt. Man muss ja mal gucken. Also vielleicht, weißt du, wenn du jetzt eine Spiegelkraft hättest, wär's blöd, aber dann hätte ich ja trotzdem noch ein Blue Eyes. Also, das muss halt immer klar sein. Ja, aber... Ja, also ich sag's nur. Hey, magst du nicht meine Maid mit den blauen Augen angreifen? Ich aktiviere die Zauberkarte Schnappstahl! Ich kann ein Monster von dir auswählen, zu mir rübernehmen. Ja, toll. Ich krieg dafür jedes Standby-Face 1000 Lebenspunkte. Ja, aber das Schöne ist, das hörst du nicht. Nein! Ja. Mein Blue Eyes! Ich hätte mir nochmal relativ den Hintern gerettet, hätte ich es beinahe so behauptet. Oh nein! Ah, das war aber ein schöner Move von mir eigentlich. Das musst du zugeben. Also, wieso? Ronja, komm. Ich beende meinen Zug. Mach nicht diesen, Ronja. Ich beschwöre Thun Goblin-Angriffstrupp und so. Ich beende meinen Zug. Kannst du mir einen Gefallen tun und ein Vieh einfach in die offene Angriffsposition? Ich habe eine Karte gezogen und der fragt mich hier, ob ich den Effekt der Karte aktivieren möchte. Und da sage ich natürlich nicht nein. Doch. Und weißt du, was es mir erlaubt? Es ist die Karte Ruf des Silbernen. Was es mir erlaubt, ein normales Monster vom Typ Drachen in meinem Friedhof zu benutzen und das einfach als Spezialbeschwörung zu Ronja, das ist das ist voll gut, oder? Weißt du, was ich wähle? Warte. Blauäugiger weißer Drache. Ach, komm, Ronja, in Angriffsposition. Warum, Ronja? Weißt du, was ich noch mache? Ich glaube, der Name dafür ist Spezialbeschwörung, ja? Ach komm, was? Ach, du machst jetzt eine Synchro-Beschwörung, oder? Ich mache tatsächlich eine sogenannte Synchro-Beschwörung. Ja, komm, hau raus. Was wird diesmal? Irgendein komisches... Ich schicke... Ja. Ich muss halt leider meine beiden Karten auf den Friedhof schicken. Das tut ein bisschen weh. Aber ja. Dafür habe ich den azuräugigen silbernen Drachen. Jetzt denkt man sich erstmal, Ronja, ist ja voll doof. Der hat der nur, ist auch voll doof. Der hat ja nur 500 Angriffspunkte weniger, gell? Ja. Aber... Das ist tatsächlich gar nicht schlimm. Während meiner Standby-Phase kann ich nämlich ein normales Monster in meinem Friedhof nehmen und es als Spezialbeschwörung beschwören. Und das ist ganz gut, weil weißt du, was ich in meinem Friedhof liegen habe? Na komm. Diese blaue Dame da, diese mit den blauäugige weiße Drachen. Ich greife mal dein hässliches Monster an. Ich aktiviere den Effekt von Thun Abwehr. Da kriege ich den Schaden direkt auf. Okay. Aber dafür bleibt's. Mach halt. Und dann beende ich meinen Zug. Und wie läuft's mit deinen Toons so? Toontastisch? Ja. Ich beende meinen Zug. Jobs. Jobs. Komm. Warum, Ronja? Standby-Phase. Dann würde ich doch einfach den Effekt vom azuräugigen silbernen Drachen aktivieren, oder? Nein. Der es mir erlaubt, einen blauäugigen weißen Drachen aus meinem Friedhof zu beschwören in Angriffsposition. Hat ihr schon mal gesagt, dass das nicht cool ist? Hat ihr schon mal gesagt, dass das nicht cool ist? Und ich beschwöre, weil ich kann nicht ja machen, ne? Schadet mir ja nicht. Nochmal eine Maid mit den blauen Augen. Die kennst du vielleicht schon. Ich greife jetzt erstmal dein, ne? Dein Viechzieher. Ich aktiviere wieder die Karte. Thomas, bist du sicher, dass du das machen willst? Au. Du bist noch auf 6000 Lebenspunkten, ne? Das ist mir egal, das wird's wert sein. Jetzt bist du gleich nur noch auf 3000 Lebenspunkten. Ich fress es trotzdem. Oh, Tops. Oh, mach dich schon mal bereit für die Isomatte. Ich beende meinen Zug. Ich aktiviere Schnappstahl. Dann mach doch. Ja? Ja. Weißt du, was das Schöne ist? Du schnappst dir meinen blauäugigen weißen Drachen und zerstörst meinen hübschen azuräugigen silbernen Drachen, nehme ich an. Eigentlich nehme ich mir deine Dame. Was? Warum? Warum nicht? Lass mich einfach machen, ja? Hallo? Ich aktiviere den Effekt von Maid mit den blauen Augen. Hä, wieso? Warum? Weil du die angegriffen hast, Tops.
Ich hab die nicht die angegriffen. Die wurde aber von einem Effekt getargetet. Und weißt du, was es mir erlaubt, wenn ich den Effekt benutze? Hä? Sie hat doch gesagt, wenn diese... Jetzt wird's ganz verrückt. Mach dich mal bereit. Für den blauäugigen weißen Drachen. Hä? Aber... Aber viel Spaß mit der Maid. Die hat tatsächlich nämlich zwei Effekte. Ah, okay. Während nämlich des Spielzugs, falls eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, der diese Karte als Ziel wählt, kann ich einen blauäugigen weißen Drachen als Spezialbeschwörung von meiner Hand beim Deck sowas von gar oder nicht meinem Friedhof beschwören. Weißt du wieso? Nö. Weißt du wieso? Nö. Ich spezialbeschwöre den blauäugigen weißen Tundrachen. Okay. In Angriffsposition. Okay. Denn das Wunderschöne daran ist nämlich, ich habe auch noch eine Karte, die mir erlaubt, ein Monster auszurüsten, nämlich Glanzpalast. Das verleiht einem Monster vom Typ Licht ein gewisses, ja, glänzendes Palastdingensens. Keine Ahnung, frag mich nicht, ich bin nicht gut in Deutsch. Damit greife ich als erstes mal dein Vieh an, was ich nicht kann. Warum auch immer. Warum kann ich nicht angreifen? Hallo? Kann nicht in dem Spielzeug angreifen, in dem es als Spezialbeschwörung beschworen wurde. Ja, aber trotzdem habe ich schon mal eine dicke Mauer. Nennst du dicke Mauer, ne? Also, langsam wird's peinlich. Machen wir das nicht kaputt. Weißt du, was ich mache? Ich aktiviere erstmal den Effekt vom azuräugigen silbernen Drachen. Der ist mir erlaubt, meinen dritten blauäugigen weißen Drachen zu beschwören. Selbstverständlich. Dritte mein blauäugiger weißer Drache, mein glaufleuriger leiser Brache, meine Klaue, mein... Sag mal, kennst du zufälligerweise... Die Karte Fusion? Ja, kenn ich! Jetzt beschwörst du den dreiköpfigen Ultradrachen. Nee, ich hab den nicht. Wieso hab ich den nicht? Kennst du die Karte Drachenodem der Zerstörung? Die habe ich tatsächlich gerade gezogen. Herz der Karten, Dankeschön übrigens. Falls ich einen blauäugigen weißen Drachen kontrolliere, dann zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Warum? Warum willst du sowas machen? Und das mache ich also, doch einfach, oder? Na. Was soll das? Ciao. Warum? Jetzt kann ich mit meinen blauäugigen Drachen aber auch nicht angreifen, falls dir das irgendwie hilft. Aber keine Sorge, ich habe ja noch den sogenannten azuräugigen silbernen Drachen. Und damit greife ich deine Lebenspunkte direkt an. Weißt du, das Lustige ist, ich kann nicht mal mit meinen Tomb-Monstern angreifen, weil das 500 Lebenspunkte. Das kostet 500 Lebenspunkte, ich weiß. Weißt du, dieser Stack ist einfach absolute Kacke. Warum? Weißt du, warum habe ich mich dazu überreden lassen? Oh, also, ich hab noch eine Toon-Abwehr gekriegt, das heißt, wenn ich jetzt ein Toon-Monster hätte, würde ich direkt sterben. Geil! Ich hab auf der Hand habe ich einen Papagei mit 2000 Angriffspunkte, wo ich einen Tribut für anbieten muss, der mir nichts bringt. Weil ich keine Monster habe, weil die Monster müssen 500 Leute... Weil die 500 bezahlen müssen, ich weiß, wie Toon-Monster funktionieren. End me. Aber end womit? Me. Aktiviere nochmal antike Regeln. Ich habe jetzt zwar kein Blue Eyes mehr, aber ich habe noch einen Kanin-Drache. Ich aktiviere diese Karte als Effekt, die mir nichts bringt. Hauptsache, voll ich habe Ketten Idee, gemacht. Mann. Und dann mache ich noch eine Spezialbeschwörung. Und zwar den Donner-Enddrachen. Weißt du, was der so kann? Nein, ich muss ein paar Monster opfern. Aber ist das nur nicht, zwei. Ist das nicht? Das ist Xyz-Beschwörung, glaube ich, oder? Xyz-Beschwörung. Ich habe tatsächlich einfach den Ultimate. Dings nicht. Den Ultimate Dragon. Das ist voll schade. Ist voll schade. Ja, mach einfach mal. Zerstör doch alle Monster. Lass mir doch wenigstens noch einen kleinen. Weißt du so. Nein, weißt du, Ronja. Nein, Ronja. Au. Ja, geil. Ciao, ciao. Uff. Na, Tops. Wie ist es so als Verlierer? Hä? Ich mach's mir jetzt, glaube ich, erstmal in meinem Bett. Ich muss schnell rein. Nein. Hey, verdammt, ich hätte drauf pinkeln müssen. Weißt du, so einfach um das Gebiet zu machen. Ja. Ja, so kennt man dich. Das ist ja voll eklig, Mann. Ich weiß. Warte. Nein, Tom, verpiss dich. Nee. Du wolltest gerade sagen, verpiss dich, kann ich gerne machen. Nee, Tops, nein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr die nächste Folge gucken wollt, wo Tops versucht, nochmal um die Isomatte zu kämpfen. Und dann, wo ich auf die. Nein, ich versuche nicht, um die Isomatte so das Bett zu kriegen. Ja, Tops. Dann guckt gerne bei Tops auf dem Kanal vorbei, da kommt die nächste Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.